Mein Name ist Jan Sander. Viele von euch kennen mich als Miami Johnny aus den Medien. Ich bin im Rotlichtmilieu tätig oder war es jahrelang, sagen wir es mal so. Ich habe eigene Läden gehabt, unter anderem oben in der Hansestadt Hamburg. Bin vor 2 Jahren wieder zurück ins Rheinland, weil ich gebürtig vom Niederrhein stamme, Raum Düsseldorf. Ja, ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen für alle, die es interessiert, für alle, die es nicht interessiert. Naja, ihr braucht es euch ja nicht angucken. Aber für die solide Welt ist ja unsere Welt, das Rotlichtmilieu, schon immer irgendwo was ganz Interessantes, Spezielles gewesen. Naja, ich bin nun mal ein Insider und vielleicht kann ich euch ja ein paar neue Einblicke verschaffen. Irgendwann war ich 15, 16. Endlich alt genug nach all diesen Scheißjahren zu Hause. Im Internat, im Heim, eben wo ich überall war. Und hab gedacht, so, was kannst du jetzt machen? So, dann stand zur Auswahl, mache ich mein Abitur? Gehe ich noch 3 Jahre auf die Schule? Oder mache ich eine Ausbildung, verdiene mein erstes Geld? So, und da ich damals schon Interesse hatte an Motorrädern, habe ich dann gesagt, komm, werde ich Mechaniker. Gab leider damals noch kein Ausbildungsfach, wo man jetzt speziell auf Zweiradmechaniker hätte hindriften können. Also musste ich erstmal den Kfz-Mechaniker machen. So, das habe ich dann auch gemacht. Letzten Endes ging es bei mir in erster Linie darum, dass ich wieder ein Stückchen mehr Freiheit hatte. So, das heißt, ich konnte mir eine kleine Wohnung leisten, habe sie mir dann auch genommen. Habe von meiner ersten Ausbildungsvergütung, so konnte ich von leben, mein erstes Geld. Nur letzten Endes haben die paar Kröten da ja im Monat auch nicht gereicht. Also bin ich hingegangen, habe meinen ersten Ausweis gefälscht. Zum Glück sah ich damals durch den Kraftsport, den ich damals schon gemacht habe, und auch durch den Kampfsport. Karate und Taekwondo habe ich damals angefangen. Und sah dann halt auch immer ein bisschen älter aus. Und hatte das Glück, über einen Bekannten dann mit 17 an der ersten Tür zu arbeiten. Und habe da natürlich dann schon mal mein erstes Geld verdient, was dann also auch monatlich gereicht hat, um mich über Wasser zu halten. Nur nebenbei habe ich meine Ausbildung gemacht. Und das war mein erster Schritt so in die Selbstständigkeit. Und nur letzten Endes warst du natürlich in deinem Job auch wieder abhängig von irgendeinem bekloppten Chef, von irgendeinem dämlichen Prokuristen, von irgendeinem Nazimeister, der da durch die Halle geschossen ist und hat sich aufgeführt wie so ein SS-Hauptmann. Und natürlich wurdest du da als Lehrling, gerade im ersten und zweiten Lehrjahr, wurdest du da als Putzer und als Wäscher und keine Ahnung was ausgenutzt. Will heißen, ich habe eigentlich bis zu meiner ersten Prüfung eigentlich so gut wie gar nichts gelernt, außer dass ich an das erste Jahr komplett die Halle sauber machen durfte und den Gesellen irgendwelche Werkzeuge anreichen durfte. Das war dann der nächste Schlag in die Fresse. Na, zum Glück zu Hause raus, auf eigenen Beinen erstmal stehen, so beruflich eine Perspektive haben, um später mal wirklich auf eigenen Beinen stehen zu können. Und dann hast du da wieder 3,5 Jahre oder in meinem Fall 3 Jahre vor dir, die du von hinten den Finger in den Arsch bekommst von irgendwelchen Idioten. So, du musst dir doch nicht von jedem immer den Finger in den Arsch stecken lassen. So, der meint, er kommt mal eben vorbei und denkt, er ist 10 Jahre älter als du. Lehre schön und gut, das ziehe ich durch. Genauso wie ich meine ganzen Jahre zu Hause durchgezogen habe. Und letzten Endes zeichnet mich das auch aus als Mensch bis heute. Ich habe niemals vorzeitig irgendwo aufgegeben. Und als das Ding dann beendet war, habe ich gesagt, fuck you. In der Zwischenzeit habe ich mich abgesichert. Durch die Türsteherei lernt man natürlich die ganzen Paradiesvögel der Nacht kennen. Ist klar, da sind Huren dabei, da sind Dealer dabei, da sind Zocker dabei, da ist alles dabei. Da ist Mafia dabei, da sind sämtliche Leute dabei. Und gerade so Typen wie ich, die wurden ja auch gesucht. Ich meine, ich hatte damals schon mit 17, 18, 19 hatte ich schon knapp 120 Kilo. So, meine schwarzen Haare nach hinten, so ein Schnäuzer, braun gebrannt, Anzug, Krawatte. So, hab damals schon einen Porsche gefahren. So, und das sind für mich so Sachen gewesen, so klar, da machst du natürlich Eindruck mit. Ne, lernst die eine oder andere Frau kennen. Die hatten natürlich immer Lust auf die schönen, großen, breiten Beschützer. Gerade wenn du als Türsteher irgendwo standst, fanden sie dich ja immer ganz toll. Naja gut, das waren die üblichen Schlampen, ne? Die wurden dann Kollege zu Kollege gereicht, die waren von Diskothek zu Diskothek, waren die bekannt. Ich habe mich zum Glück von solchen Fotzen immer ferngehalten. Und ein bisschen hihi, ein bisschen hahaha, aber das war es dann auch. Und ich habe damals
einfach nur immer mein Ding machen wollen. Ich wollte von keinem abhängig sein, ich wollte einfach meine Ruhe haben, ich wollte nicht diesen Mainstream machen wie jeder andere auch. So, und hatte auch keinen Bock, immer auf der gleichen Welle zu surfen wie die anderen. So, ich war noch nie jemand, der irgendwo mit der Mode gegangen ist. Gerade durch meine Internatszeit kann ich mich natürlich schon, also ich fühle mich in Gruppierungen, finde ich mich schon zurecht, ganz klar. Ich kann aber genauso gut auch mein Ding alleine machen. Und ich fange immer an, mein Ding alleine zu machen, wenn sie mir alle drumherum auf den Sack gehen. Und was ich überhaupt nicht ab kann, ist dieses einfach die dumme Menschen. Ich hasse dumme Menschen. Ich weiß Gott nicht alles. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, bei mir, ich habe Wissenslücken ohne Ende. Ich sage auch nicht, dass ich alles richtig mache. Um Gottes Willen, keiner macht alles richtig. Und ganz am wenigsten ich. Ich habe genug Scheiße gebaut in meinem Leben, aber ich habe sie ganz bewusst gebaut. Das unterscheidet mich vielleicht von anderen. Ich mache diese Fehler, wenn ich sie denn Fehler nennen sollte, mache ich ganz bewusst. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen würdest du mich auch nie sehen, dass ich irgendwo rumheule oder sonstiges. So, oh, die waren so böse zu mir und haben da und haben hier und das. Ja, was? Was denn? Wenn sie es mit dir gemacht haben, dann bist du da selber schuld, wenn du es zugelassen hast. Dann brauchst du doch jetzt nicht hinkommen und dich hier hinsetzen und rumheulen. Das sind für mich so Sachen, wo ich sage, ey, wachse, werd stärker, werd schlauer. Du kannst jeden Fehler einmal machen. Ist in Ordnung. Aber mach ihn nicht zweimal, weil dann bist du blöde. Ich habe immer mal wieder mit Partnern zusammengearbeitet, in Gruppierungen mal reingeschnuppert etc. pp. So, aber letzten Endes ist man da nie irgendwie großartig weitergekommen und ich habe mein Ding auch nach kurzer Zeit schon alleine wieder gemacht. Einfach, weil man nicht zusammenpasste. Muss nicht unbedingt heißen, dass die immer schuld waren, das will ich damit gar nicht sagen. Nur man war halt auf einem anderen Level, man war auf einem anderen Nenner, man hat sich einfach nicht verstanden. So, die sind in die Richtung marschiert, ich bin in die Richtung marschiert, so, und dann hat man sich halt getrennt. Manchmal im Guten, manchmal im Schlechten. So, aber generell muss ich sagen, ich bin Teamplayer. Ich kann führen, ich kann aber auch folgen. Nur ich folge nur dem, der mit mir auf einer Schiene ist. Und der auch mein Verständnis hat von, Leute führen. Weil ich habe was dagegen, wenn man Leute, wie ich das schon sagte in meiner Kindheit, attackiert, tyrannisiert, ausnutzt, ausbeutet. Massive Gewalt anwendet, um Leute zu bestrafen oder so, da habe ich ein Problem mit. Ich bin bestimmt kein Kind von Traurigkeit, aber ich habe auch schon leider Gottes auch mal die eine oder andere Frau geschlagen, muss dazu sagen, geohrfeigt. Und da braucht man auch nicht stolz drauf sein. Nur, sie haben es verdient. Und das ist in Anführungsstrichen verdient. Wenn du das Übel herbeischreist, so, dann bist du selber schuld, wenn es passiert. So, und das ist auch wieder das, was ich meine mit dieser Heulerei. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Leute immer rumheulen. Sie heulen und heulen und heulen. Sie geben anderen Leuten immer die Schuld für ihr persönliches Elend. Aber letzten Endes, wenn man mal ganz genau hinschaut, sind sie doch selber dran schuld. Ich setze mich doch jetzt auch nicht hier hin und heul rum. So, ich habe so eine scheiß Kindheit gehabt und meine Mutter und mein Stiefvater und meine Geschwister und meine Großeltern und hier und da und da. Und jetzt bin ich im Rotlichtmilieu und jetzt bin ich 36 und jetzt bin ich. So, das sind für mich so Sachen so, hey, ich habe mir meinen Weg selber ausgesucht. Ich bin generell immer in die Richtung gelaufen. Und wenn ich jetzt sagen würde so, hey, guck mal auf meine Vergangenheit, ich arme Sau. Ganz ehrlich, ey, dann bin ich doch der totale Loser. Ich sag doch meinen Füßen, wohin die rennen. Und nicht umgekehrt. Ich kann mich doch jetzt hier nicht mit meinen 140 Kilo hinsetzen und hier einen auf Muschi machen. Meine erste Hure habe ich dann damals tatsächlich in Hamburg kennengelernt. Und das war eine Russin. Ich war Geschäftsführer von einem Nobelbordell, Edelbordell. Und hatte da am Abend 30 bis zu 40 Frauen sitzen. Und eine war dabei, die kannte ich also auch schon sehr lange.
Und war sie mir aber nie großartig aufgefallen, also war mir auch egal. Und in der Zeit, wo ich wieder mal in Hamburg war und da den Laden geleitet habe, kam mein Partner irgendwann zu mir und meinte, dass sie wohl irgendwo gerade Schwierigkeiten hatte mit ihrem Freund, der Kellner gewesen ist, ein Grieche, sich nach Griechenland abgesetzt hat, weil er Scheiße gebaut hat mit ein paar Leuten hier, die ihn suchen. Der schon länger nicht mehr da sei und der sie aber irgendwie nicht in Ruhe lässt, immer nur anruft und sie beschimpft, du Fotze, und sieh zu, dass du mir Geld schickst und hier machst und da machst. Naja, eins führte dann zum anderen. Also wir haben uns dann nachmittags zum Spazieren getroffen, wie man das tatsächlich auch bei ganz normalen Leuten macht, bei ganz normalen Dates oder wie auch immer, das man dann nennen kann. Wir sind einfach mal in der Alster spazieren gegangen, haben Kaffee zusammen getrunken und sind durch die Wiese gelatscht und haha, hi, haha. Und ab da waren wir dann irgendwie zusammen, weil wir gemerkt haben, hey, wir verstehen uns gut. Irgendwann kam sie von sich aus an und meinte so zu mir, sag mal, du, ich weiß nicht, was du so verdienst, aber letzten Endes, was hältst du davon, wenn ich dir jeden Monat immer einen gewissen Teil von meinem Geld abgebe und damit du auch was hast? Und naja, und so sind wir dann halt auch verblieben, ne? Und da kann man sagen, das war so meine erste Hure, meine erste Frau, meine erste Prostituierte. Und mit der war ich dann auch 6 Jahre zusammen. Leider Gottes hatte die damals schon Alkoholprobleme. Und Alkohol und Koks ist ja im Milieu eigentlich kein Tabu. Das gehört irgendwo dazu, wie die Luft zum Atmen. Was ich damals nicht wusste, ist, dass es bei ihr so gravierend war, dass sie eigentlich von einer der schönsten Frauen Hamburgs, was sie wirklich jahrelang war, irgendwann zu einem absoluten Alkoholiker und Pflegefall mutierte. Und heute, leider Gottes, nachdem ich wirklich mehrfach auch versucht habe, sie in Entzugskliniken und sowas unterzubringen, wo sie sich jedes Mal mal wieder selber entlassen hat, leider Gottes, naja, in Hamburg auf irgendwelchen Parkbänken sitzt und in ihrer eigenen Scheiße und ihrer eigenen Pisse. Und so kann ein Leben auch leider Gottes enden. Und sie ist so geendet. Ne? Was heute aus ihr oder mit ihr ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, ihr geht es jetzt besser als das letzte Mal, als ich sie gesehen habe. Das ist jetzt auch schon fast 4 Jahre her. Aber naja, die letzte Phase bei ihr, das war also auf jeden Fall sehr erschütternd. Ne? Zumal ich dazu sagen muss, wo wir wieder beim Thema sind mit, naja, mit meinem Denken über die meisten von euch Frauen, dass ihr einfach nur verlogene Fotzen seid. Da kann man jahrelang mit jemandem zusammen sein und als Mann auch wirklich aufrichtig sein und auch korrekt sein zu der Frau. Letzten Endes hat dieses Mischstück auch versucht, mich durch den Dreck zu ziehen. Und ich kann mich an mehrere Szenen erinnern, wo sie im Apartment saß, wo sie völlig besoffen, völlig zugedröhnt auf dem Boden lag und ich den Notarzt geholt habe, um ihr zu helfen, und wo sie auf einmal aus ihrem Delirium da erwacht ist und nur noch geschrien hat, hier, dieser Mann, der hat mich geschlagen, der hat hier, der hat da, der hat dort, wo ich völlig fassungslos da stand und habe mir nur gedacht, so, sag mal, ey, ich bin derjenige, der dich gerade hier versucht aufzupäppeln. Ich habe dir in den ganzen Jahren nicht einmal was getan, ganz im Gegenteil. Ich sag, und du, ich versuche dir zu helfen und du sitzt hier und liegst hier in deiner eigenen Pisse und bezichtigst mich noch, dass ich dir auch noch wehgetan habe in deinem Scheißzustand. So, wo dann zum Glück auch der Notarzt dann sich auch nur gewundert hatte und meinte so, hey, hören Sie mal auf, der Mann, der hat uns gerufen, der Mann will Ihnen nur helfen. Nur jetzt unter uns, sind wir ehrlich, ich meine, wer glaubt denn jemand wie mir? Ich meine, ich wiege 140 Kilo und bin vom Kopf bis zu den Füßen tätowiert. So, bin im Ganzen überall bekannt als ein Zuhälter, als keine Ahnung was alles. Hab mehrfach im Gefängnis gesessen und allein 3 Jahre davon nur in Untersuchungshaft. Und das ist das, was ihr Frauen immer ganz wunderbar könnt, euch in diese beschissene Opferhaltung reindrücken. Immer so tun, als wärt ihr die Unschuldigen, immer so tun, als wärt ihr die Zarten, die Armen, die oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr habt das schon wunderbar drauf mit eurem blöden Getue.
So dieses Männer um Finger wickeln und dieses Scheiße erzählen und dieses Männer gegeneinander aufbauen. So, was ja auch in Ordnung ist. Ich meine, ich bin ja als Mann selber schuld, wenn ich auf so eine Scheiße drauf reinfall. Weil Fakt ist, wir Männer, wir prügeln uns. Wir Männer stechen uns ab, wir Männer hauen uns auf die Schnauze oder wie auch immer. So, wir klären das mit unseren Fäusten. Aber wir sind vom Ding her immer das stärkere Geschlecht gewesen. So, ihr Frauen, ihr hattet Jahrhunderte, Jahrtausende lang eigentlich immer nur den untergebenen Part. Ihr wurdet ja von uns Männern auch immer nur unterdrückt. So, und also habt ihr euch im Laufe der Zeit eine Methode ausgedacht, um in unserer Welt gegen uns zu bestehen, um gegen uns, naja, um mit uns klarzukommen, um Bestrafungen zu entgehen, um Martyrien zu entgehen etc. Und da habt ihr euch natürlich dann euren Weg gebahnt. Habt geguckt, was habt ihr an Waffen, was habt ihr an Stärken. So, eure Schwäche ist das Körperliche. Also habt ihr geguckt, dass ihr andere Sinne einsetzt, um mit uns Männern fertig zu werden. Ihr wisst ganz genau, wie ihr uns Männer um den Finger gewickelt kriegt. Nur das Problem ist wieder, wenn man dann an so einen Typen gerät wie mich oder noch wie viele, viele andere. Andere Jungs, andere Männer, die genauso denken wie ich. Die auch vielleicht sogar im Milieu sind oder gerade im Milieu sind. Da habt ihr natürlich dann schlechte Karten, weil wir kennen eure ganzen Scheißfotzenspielchen. Und da geht's dann wieder los. Das ist zum Beispiel auch wieder so ein Grund, warum ich ins Milieu gegangen bin. So, warum bin ich im Rotlichtmilieu? Wegen der schnellen Kohle? Nein. Ich habe von Frauen nie großartig Geld gesehen im Milieu. So, ich sage euch das ganz ehrlich, weil das, was mit den Weibern, mit denen ich zusammen war, die haben ihre besten Jahre hinter sich gehabt. Die haben ihre Kohle an irgendeinen Türken oder an irgendeinen Albaner oder an irgendeinen Hardcore-Zuhälter abgedrückt. So, als ich dann irgendwann kam, so, da hatten sie keinen Bock mehr, das gleiche Programm nochmal zu fahren. Ich war da immer ein bisschen zarter und sanfter, habe gesagt, komm, scheiß mal drauf. Ich mache mein eigenes Ding. So, wir machen das schon irgendwie. So, ist doch normal, dass ich da keine Kohle sehe. Und das ist auch gut so, wollte ich nie. Für mich war immer nur so dieser Bezug zum Milieu, weil ich für mich sagen konnte, so, ey, ich weiß, mit wem ich da zusammen bin. Ich konnte mich immer selber schützen. Und zwar vor diesen Weibern schützen, vor diesen dreckigen Spielchen. Und das ist nämlich zum Beispiel das, was man bei einer soliden nicht weiß. Und daran bin ich immer gescheitert in meinen Beziehungen. Meine soliden Beziehungen sind immer daran gescheitert, weil ich die Spielchen von den Huren kannte, ich die Spielchen von zu Hause aus kannte, ich immer wusste, ey, in eine Hure kannst du dich nicht verlieben, weil die ist so und so und so und so, womit ich ja auch richtig lieg. Aber ich habe teilweise, habe ich immer vergessen, dass die soliden Weiber ja auch so sind, wenn man an die falsche gerät. So, und das war immer so der Knackpunkt, wo ich immer wieder so back to the roots, back ins Rotlicht. Ganz egal, wie oft ich irgendwo versucht habe, solide zu werden, normal zu werden, ging das spätestens immer an der ersten Frau wieder in die Hose. Warum? Weil die mich abfacken wollte. Und das ist das, wo ich ganz einfach sage, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Dann bleib besser im Milieu, da weißt du, wie die Weiber ticken, da weißt du, wie diese ganze Welt tickt. Und da kannst du von vornherein, brauchst du schon deinen Schutzmechanismus gar nicht abstellen. Sondern da musst du immer auf Alarm sein, da musst du immer vorsichtig sein, was da ist. Weil dich wollen alle nur abfacken. Kontakt zur Polizei habe ich eigentlich schon seit meinem 17. Lebensjahr gehabt. Also jetzt in dem Sinne, dass ich immer irgendwo, mich in der Szene rumgetrieben habe und die Polizei auch ganz schnell auf mich aufmerksam geworden ist. Ich war dann schon immer auffällig. Das ist auch einer der Gründe, warum ich damals nach Hamburg gegangen bin. Weil am Niederrhein ist natürlich die Szene klein, die Szene ist überschaubar. Und ich war in der Szene eigentlich schon relativ schnell bekannt, weil ich damals also auch massiv mit Amphetaminen gedealt habe und oder beziehungsweise ich war der Mann im Hintergrund, aber trotzdem bleibt es ja nicht verborgen. So, und es war für mich damals dann auch
habe ich gespürt, habe ich gemerkt, dass ich so langsam so wirklich bekannt werde, also bei der Polizei bekannt werde und das halt auch im negativen Sinne. Und da auch angefangen wurde, da Ermittlungen gegen mich einzuleiten etc. pp. Naja, dann wurde mir da gesteckt, dass ich dafür diverse Tötungsdelikte da auch verantwortlich sein sollte, beziehungsweise da ein Anfangsverdacht gegen mich besteht. Und wo ich gesagt habe, so okay, gut, gut, ich bin jetzt nicht deswegen da weg, aber wurde mir alles ein bisschen zu viel. Und geschäftlich war das für mich da sowieso uninteressant. Ich bin von heute auf morgen aus meinem Business ausgestiegen damals mit den synthetischen Drogen, weil ich das irgendwo für angebracht hielt, da mich langsam ein bisschen rauszuziehen aus der ganzen Sache. Das Problem ist ja leider bei solchen Geschäften, dass du brauchst erstmal eine Zeit, um reinzukommen. Und dann, wenn es richtig anfängt zu laufen, dann musst du eigentlich schon wieder aufhören. Weil wenn es anfängt zu laufen, wirst du bekannt. Nur leider kenne ich nicht nur deine ganzen Konsumenten, sondern es kennt dich dann leider auch die Polizei. Und das ist immer dieses zweischneidige Schwert, auf dem du dich begibst. Das ist immer so generell das große Problem bei der Sache. So, und ich hatte damals, bin ich weg, habe in Hannover ein Restaurant aufgemacht, in Lehrte, das Latinos. Und hatte gedacht, ich ziehe mich mal von der ganzen Szene ein bisschen zurück. Unter anderem lief da gegen meinen damaligen Partner, mit dem ich ein Sicherheitsunternehmen hatte, da liefen auch Ermittlungen. Er soll einen Auftrag zum Mord gegeben haben. Und ich muss wohl der Durchführende, Ausführende gewesen sein, wie auch immer. Keine Ahnung, was die sich da in den Kopf gesetzt hatten. Und bin dann von Hannover weiter nach Hamburg, um mir mal die Stadt anzugucken, um vielleicht mich noch mal ein bisschen zu verändern. Bin dann in Hamburg bei einer Geschäftsreise letzten Endes dann bei meiner damaligen Lebensgefährtin hängen geblieben. Wo ich sagen muss, das war für mich eigentlich das, was ich mir immer irgendwo gewünscht hatte. Na, die hatte zwar einen Sohn aus erster Ehe, so, aber war für mich jetzt in dem Sinne nicht weiter tragisch, weil man hat sich ja gut verstanden. War von der Optik her genau mein Typ, auch ehemalig Milieu gewesen und hatten ihren eigenen Laden da gehabt und war genauso wie ich eigentlich drauf, hat das Milieu eigentlich auch nur als Sprungbrett genommen, um eigenständig zu sein, selbstständig zu sein und ihren Traum zu verwirklichen. Und genauso wie das eigentlich auch immer meine Absicht gewesen ist, einfach nur selbstständig, sich irgendwo was Bodenständiges aufbauen, einen Laden zu finanzieren, wovon man leben kann, ein kleines Häuschen mit 2-3 Hunden und keine Sorgen, ne, wie die Geissens. Einfach nur vernünftig leben und gesund leben und alles ist gut. Naja, die habe ich dann damals kennengelernt auf meiner ersten Reise nach Hamburg. Bin dann da oben auch direkt hängen geblieben. Und leider Gottes habe ich ihr insofern nicht vertrauen können, weil sie auch halt auch an dieser ganzen Szene da verkehrte auf dem Kiez. Durch ihren Laden, den sie da hatte. Sie hat ein Kosmetikstudio auf dem Kiez. Und diese ganze Szene, die da, oder die ganzen Leute, die da bei ihr ein- und ausgingen, war natürlich nicht so unbedingt mein Ding. Weil, ich musste halt auch aufpassen, dass so meine Identität da ein bisschen gewahrt wurde. Und das Problem war, dass ich sie von vornherein schon anlügen musste, wer ich bin, woher ich komme, wie alt ich bin, was ich vorher gemacht habe. Halt, weil ich das nötige Vertrauen nicht zu ihr hatte und jederzeit damit rechnen musste, durch sie, durch Verrat, durch irgendwas Blödes, durch irgendjemanden, der in ihrem Umfeld war und irgendwas mitkriegen konnte. Man weiß ja, wie die Frauen sind, die quatschen untereinander. So, das musste sie ja noch nicht mal böse meinen. Aber ich hatte halt zu viel Angst, dass da irgendwas, aufkommt und was mich in irgendeiner Form gefährden konnte, weil ich damals auch selber nicht wusste, was mir jetzt letzten Endes alles vorgeworfen wird. Weil, ich sag mal so, die Gerüchteküche, das war schon ein großes Paket. Und musste ich dafür sorgen, dass das, das stand ich mir selber halt näher. Ne, auch wenn ich das von mir beschissen fand. Und das eigentlich auch so überhaupt nicht wollte, weil Gefühle waren da auf jeden Fall im Spiel, zumindest von meiner Seite.
Naja, war das so eine Geschichte, die hatte keine Zukunft. Dieses Leben prägt auch irgendwann. Und irgendwann, wenn man dann gerade, so wie ich, jetzt Mitte 30 ist, fängst du auch an, irgendwann mal Bilanz zu ziehen. Was wäre gewesen, wenn? Na, das ist, vielleicht hätte ich, wenn ich auf meine Familie nicht geschissen hätte, wenn mein Stolz nicht so groß gewesen wäre und mein leckt mich am Arsch und ich hasse euch. Wer weiß, vielleicht hätte ich mein Abitur dann gemacht. Vielleicht wäre ich dann Tierarzt geworden. Vielleicht wäre ich dann Architekt geworden. Vielleicht hätte ich Jura studiert, wäre heute Strafverteidiger. So, vielleicht hätte ich Nasan Eckes einen Heiratsantrag gemacht. So, man weiß es alles nicht. Das sind auf jeden Fall alles Sachen, man merkt ab einem gewissen Alter, naja, dass man vielleicht in der Vergangenheit Sachen hätte anders machen können. Und man stellt sich natürlich auch immer so ein bisschen vor, so, hey, was wäre denn gewesen, wenn? So, und das sind so Sachen, wo ich damals nach Hamburg gekommen bin, wo ich ganz klar sagen muss, ja, du musst die Leute täuschen. Du musst dir im Klaren sein, dass die Leute, mit denen du da zu tun hast, in deinem Umfeld, die von dir nicht alles wissen oder vielleicht sogar gar nichts wissen, dass das alles immer nur Leute sind, die nur einen gewissen Zeitabschnitt in deinem Leben eine Rolle spielen. Und dass du diese Menschen irgendwann verlieren wirst oder verlassen musst. Und das ist zum Beispiel auch mit Huren so. Die kannst du nicht auf Dauer haben, das geht einfach nicht. So, weil dafür hängt da viel zu viel dran. Du kannst diese ganze Szene, diese ganze Welt, in der du da lebst, die ist immer nur auf einen gewissen Zeitabschnitt, weil irgendwann, wenn du mal nicht aufpasst, bist du der Doofe. So, dann werden sie dich irgendwann erwischen, dann werden sie dich irgendwann kaputt machen. Vielleicht deine eigenen Leute, vielleicht die Polizei, wer weiß. So, du musst also immer genau darauf achten, mit wem du es da zu tun hast und auch gerade mit, wie lange hältst du das überhaupt durch? Ja. Das sind für mich zum Beispiel auch Gründe gewesen, warum ich damals Hamburg den Rücken gekehrt habe. Das war bei mir nicht, ich bin aus Angst weg oder bin hier oder bin da. Ich habe auch kein Stadtverbot gekriegt, was da irgendwelche Pisser da oben erzählen oder sonstiges. So, ich habe meinem Mann da oben gestanden. Nur Fakt ist, ich bin damals geschäftlich nach Hamburg gekommen. Und wenn für mich in Hamburg kein Geld mehr zu holen ist, warum soll ich da bleiben? Ich sag euch ganz ehrlich, Hamburg meine Perle. Um Gottes Willen, ich hasse Hamburg. Ich habe für Hamburg nichts über. Ich bin Niederrheiner. Ich mag Hamburg nicht. So einfach ist das. Ich finde den Verkehr scheiße, ich finde den Elbstrand scheiße, den vollgepissten Sand und gucke da auf irgendwelche Klärwerke. Ich finde es einfach scheiße. Ich finde den Kiez scheiße. Ich lasse mich nicht auf den Kiez blicken, weil ich Schiss habe vor irgendwelchen Besoffenen oder vor irgendwelchen Touris oder irgendwelchen aufgeblasenen Idioten, die aus Mümmelmann kommen oder aus Billstedt kommen und dann aus der U-Bahn aussteigen und dann meinen, sie sind der Pate. Nein. Ich finde den Kiez einfach nur grausam. Ich finde ihn einfach nur ekelig. Mich ekelt es da. Und ich habe auf dem Kiez nichts verloren. Das war noch nie mein Ding. Ich war in meinem ganzen Leben vielleicht 2 Monate am Stück auf dem Kiez. Und das war, als ich da oben Straßenzuhälter war. Und ich habe mich vorher vom Kiez geekelt und ich habe mich auch nachher vom Kiez geekelt. Und ich weiß auch nicht, wie man sein ganzes beschissenes Leben auf dieser Meile da verbringen kann. Das ist für mich eine Form von Stillosigkeit, auf dieser Meile da rumzueiern. Muss ich für mich sagen. Nur Olivia Jones fühlt sich da wunderbar wohl. Das soll auch ihre Welt sein, das ist auch alles prima. Ein Freund von mir, der Berliner Bernd, der ist der dienstälteste Zuhälter auf dem Kiez. So, der ist seit 37 oder 38 Jahren da. Nur Bernd, knapp 40 Jahre bist du jetzt da auf dem Kiez. So, und du fühlst dich da auch wohl, auch wenn du oft genug schimpfst und alles hat sich verändert und alles ist scheiße, aber du bist ein Urgestein. Aber für mich ist das nichts. Die Welt ist so groß, da kann ich mein Leben doch nicht auf 700 Meter verbringen mit diesem ganzen Schrott und diesen ganzen Kakerlaken, mit diesem ganzen Dreck. So, und das ist der Grund, warum ich in Hamburg weg bin. Was habe ich da verloren, wenn ich mich da nicht wohlfühle?
So, und genauso ist das letzten Endes auch mit den ganzen anderen Sachen. Du musst davon ausgehen, dass es immer nur ein gewisser Abschnitt ist in deinem Leben. So, du nimmst alles immer nur für eine gewisse Zeit mit. Und wenn du dich da irgendwo nicht wohlfühlst, wenn du dich mit irgendeiner Arbeit, mit irgendeinem Job, mit irgendeiner Szene, mit einem Umfeld nicht identifizieren kannst, dann bist du da irgendwann raus, weil du bist nicht mehr im Herzen dabei. Und so war das mein ganzes Leben. So war das im Rotlichtmilieu, so war das mit meiner Familie, so war das als Drogendealer, so war das als was weiß ich. In jedem Bereich, wo ich bis heute war, habe ich mich nicht wohlgefühlt, weil ich das nicht war. Also das erste Mal in Haft saß ich oben in Hamburg. Da, ich bin ja durch Glück immer vorher immer naja, so auf den letzten Sprung weg gewesen. Und bis man dann in Hamburg, habe ich damals eine Partnerschaft gehabt in zwei Großbordellen, in zwei Edelbordellen. Und ich war gerade neu da, Partner der Nacht. Bin immer zwischen den Läden her hin und her gependelt und habe danach im Rechten gesehen und habe mich da ums Personal gekümmert und um den Ablauf etc. pp. Kam so langsam in die Szene rein, lernte den einen oder anderen kennen und eines Abends sind mir da so, naja, die üblichen Verdächtigen aufgefallen, die saßen dann da mit ihren schwarzen Ledermänteln und Jacken und Trainingsanzügen und Glatze und naja, wie wir Jungs halt so aussehen, saßen sie da. Und habe mir schon gedacht, dass das nichts Solides ist. Problem war dann irgendwann, dass sie regelmäßig kamen und sie dann auch irgendwann für mich so zum Störfaktor waren oder wurden. Weil wenn du irgendwo ein Bordell betreibst, ein Edelbordell oder ein schickes Restaurant oder ein tolles Hotel oder wie auch immer, dann gehören solche Gestalten nicht in den Ablauf. Die sind einfach nur störend. Und wir haben damals, sehr gutes Klientel gehabt in den Läden. Will ich jetzt nicht mit Namen nennen, aber da war von der High Society bis hin zu Musikstars oder sonst wen oder Fußballspieler war da einiges. Und die passten natürlich nicht rein. Also habe ich mich mal ein bisschen umgehört in der Szene, wer das gewesen ist. Hatte dann für mittags dann auch mal einen Termin vereinbart, dass man sich dann mal miteinander unterhält und dass man sich einfach mal ein bisschen beschnuppert. Und Zweck des Ganzen war allerdings, dass ich da irgendwie versucht, dass die nicht mehr regelmäßig kommen und zumal gar nicht in der Anzahl. Weil also die Jungs, die waren immer mit locker 5 bis 10, teilweise sogar 15 Leuten da und das geht natürlich nicht. Kurioserweise hatte ich dann auch da mit dem eine Lösung gefunden. Ne? Sprich, dass da mal mit 1, 2 Leuten nur gekommen wird, alle 14 Tage mal, um nach dem Rechten zu sehen, weil es stellte sich raus, dass die Jungs da wohl irgendwo zu einer Gruppierung gehörten, die da abkassierten hinter den Kulissen. Wollte ich mich auch insofern gar nicht einmischen, weil das waren Absprachen, die vor meiner Partnerschaft da stattgefunden haben und sollte mich in keinster Weise interessieren, leben und leben lassen. Nur für mich war wichtig, dass ich da mein Gesicht nicht verliere im Laden und dafür sorgen kann, dass der Laden auch vernünftig läuft. Weil selbst wenn das Schutzgeld kassiert wird, ist mir das neu, dass die Mafia in den Laden kommt und da immer noch sich jeden Abend zeigt und dann noch auf ihr eigenes Geld losgeht. Und ich glaube, das hatten die Jungs nicht so ganz kapiert. Auf der einen Seite vom Leben von dem Laden, aber auf der anderen Seite den Laden kaputt machen. Nur weil man keine 1000 Euro hat für ein Whisky-Cola und für ein paar Flaschen und dabei irgendwelchen Huren was auf Welle machen will. Weil das ist nämlich das letzten Endes gewesen, was sie getan haben. Sie haben keine Kohle in der Tasche gehabt, haben auf dicke Hose gemacht, haben sich hingesetzt, Flaschen auf dem Tisch. So, und haben die Weiber dann noch mit aufs Zimmer genommen, haben die nicht bezahlt. Und das sind für mich so Sachen, das macht man nicht. Wenn du schon den Geilen raushängen lässt, dann benimm dich auch so. Problem war da nur, dass irgendwie nach einer Woche ich samstags einen Anruf bekam im Laden und mein Geschäftsführer mir da ganz aufgeregt durchs Telefon meinte, so hör mal, die sind schon wieder hier und ich dachte, wäre alles geklärt und jetzt haben die hier gerade einen Kellner geschlagen auch noch und zahlen schon wieder ihren Deckel nicht und haben schon wieder 1200 Mark hier stehen und solche Geschichten.
Oder damals war das, glaube ich, schon wieder Euro. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass man mich da wohl doch nicht so ganz so ernst genommen hatte. Und dass das wohl doch nur wieder diese typische Wischiwaschi-Scheiße war, die wir da am Tisch uns gegeben hatten. Naja, man hatte sich ja in der Vergangenheit schon, naja, leider immer bewahrheitet, dass du schon irgendwo gucken musst, dass man dich auch ernst nimmst. Und naja, irgendwann musst du dem Ganzen mal ein bisschen Nachdruck verleihen. Bin ich eigentlich gar nicht der Typ für, sage ich ganz ehrlich. Mir ist das einfach alles zuwider und mir ist das eigentlich auch lästig. Aber gut, mit solchen Karpeiken, da weiß man halt, worauf man sich einlässt, weil es ist immer wieder dieselbe Blabla-Scheiße und das wird auch immer so bleiben. Und die waren wohl auch aus dem Holz geschnitzt, dieses Blabla. Na, dann bin ich hingefahren, hab in der Zeit auch immer ein Eisen dabei gehabt, also sprich einen 9mm oder einen 45er oder sonst irgendwas. Und bin dann dahin, hab mir da noch ein paar Jungs zur Verstärkung mitgenommen und hab die auf dem Parkplatz postiert, bin dann da rein. Hab meinen Geschäftsführer gesagt, er möchte mal bitte hier den Oberkönig von denen da rausholen. Da kam man auch. Gut, der war dann so leicht angepisst und leicht überrascht. Meinte dann nur von wegen, was das hier soll. Dann habe ich gesagt, ja, was soll das mit dir? Ein Wort gab das anderen. So, mir wurde dann dreimal gesagt, du bist tot, du bist tot. Ich habe gesagt, leck mich am Arsch, das höre ich schon mein ganzes Leben. Naja, dann sind die zu den Autos gegangen, die irgendwie um die Ecke standen, nicht auf dem Parkplatz. Naja gut, dann habe ich gedacht, das knallt gleich. Ich habe dann in einer Wohnung, die nebenan war, was Größeres geholt, ein AK-47 Sturmgewehr mit einem Doppelmagazin, hatte 70 Schuss insgesamt. Ja, und hab dann halt gewartet, dass sie kamen. Und sie kamen tatsächlich. Ja, hab dann ganz bewusst, muss ich sagen, angefangen zu schießen. Hab dann nur noch gesehen, wie die hinter die Mauern gestürmt sind und wieder zur Straße vorne aus der Hofeinfahrt raus sind. Und hab dann, glaube ich, ein paar Fensterscheiben habe ich getroffen, Laterne habe ich getroffen, Fassade, Autos. Na ja, gut. Bis mich einer dann von meinen Jungs dann wieder runtergeholt hat und ey, hör auf, die sind weg, komm, lass abhauen, die Polizei kommt gleich, weil wir hatten auch, glaube ich, auch schon zu reden gehört. Naja, sind dann in die Taxis und sind dann alle weg. Mein Partner, der fand das natürlich gar nicht so toll. Ja, der hat wohl auch noch abends einen Anruf gekriegt, von wegen, wenn ich mich jetzt nicht aus dem Laden fernhalte, dann schmeißen sie im Ei ins Laden. Naja, gut, die Methoden, die kenne ich natürlich auch schon aus der Vergangenheit. Ist klar, wenn der eine keine Eier hat und du an dem anderen nicht vorbeikommst, dann gehst du natürlich auf den, der keine Eier hat und fängst den dann noch massiv unter Druck zu setzen. Und er hat damals einen Fehler gemacht, er hätte vielleicht zu mir stehen sollen und hätte sagen können, hey, pass mal auf, jetzt wisst ihr, was die Sache ist und jetzt ist das Ding vorbei. Gibt nichts mehr, Feierabend. Oder wir können ja alles Weitere noch besprechen, aber kommt halt nicht mehr in den Laden. Das kann man doch alles hinter den Kulissen regeln. Der hat ja nur sein Gesicht bewahrt. Er hat sich dann für einen anderen Weg entschieden. Na, 4 Tage später saß ich im Gefängnis. Wurde beim Verlassen des Ladens auf dem Weg nach Hause verhaftet. Durch ein, keine Ahnung, Sondereinsatzkommando, was weiß ich, Zivilfahnder. Ich habe mich damals mit einem französischen falschen Pass ausgewiesen, wo ich Jean Mathurin war, hieß, aus Lyon. Da wussten sie schon, dass der gefälscht war. Also muss mich da einer verraten haben. Ja, und dann saß ich erstmal in Untersuchungshaft in einer Hamburger Holzenglassis. Und bin das erste Mal in meinem Leben also verraten worden. Und dafür war eigentlich Hamburg damals schon bekannt als Lampenstadt, als V-Mann-Stadt oder wie auch immer. So, das ist immer so ein weitläufiger Begriff. Ich musste das irgendwann auch mal erstmal bei Wikipedia googeln, was das überhaupt bedeutet. Aber Hamburg ist da wohl bekannt für. Und da habe ich mir das erste Mal gedacht, ich sage, siehst du, als ich das erste Mal nach Hamburg gekommen bin, da wusste ich schon, sag keinem, wer du bist.
sprich mit niemandem, lüg die nur an, wenn sie nach von dir irgendwas wissen wollen. Sag, du bist Italiener, sag, du bist Türke, du bist sonst irgendwas, nur sag nicht, wer du wirklich bist. Sag nicht dein Alter, sag nicht deinen Namen, sag gar nichts. Und damals saß ich dann in Haft und habe mir nur gesagt, siehst du, wie gut, dass du es nicht gemacht hast. Was für mich enttäuschender war, war eigentlich so dieser Verrat an sich. Man geht eine Partnerschaft ein, man macht sich für seinen Partner, für seine Angestellten, für seine Crew, für seine Leute gerade und letzten Endes kriegt man den Finger in den Arsch. Und wo ich mir einfach nur gedacht habe, so wisst ihr was, vom Ding her hast du es doch eigentlich verdient, dass man euch abkassiert. Oder speziell jetzt meinem Partner. Das ist so alles nur so ein Lug und Trug und Schein und Sein und dieses ganze Rotlicht und Mondlicht und Flutlicht und diese ganze Scheiße. Besonders da oben in Hamburg, das ist einfach nur eine verschissene, verkackte, verlogene Welt. So, und die eigentlich nur immer nur dazu dienen, um irgendwelche Leute zu beeindrucken, irgendwelche Leute zu blenden, die von außen neu dazukommen. Von der Welt da oben eigentlich an sich gar keine Ahnung haben und immer nur von irgendwelchen Geschichten hören und dieser Mythos und keine Ahnung. Und wenn du dann mal oben wirklich in diese Welt eintauchst, dann siehst du eigentlich nur noch, wie beschissen das ist und wie verlogen. So, und das war so eigentlich so meine erste Erfahrung auch mit der Justiz, mit dem Knast, mit der Weltstadt Hamburg, mit dem Milieu, mit den Leuten im Milieu, mit meinem ersten Partner da oben aus dem Rotlicht. Da habe ich draus gelernt. Definitiv.